Moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Atlas Guide. Heute schauen wir uns das Sex and Blocking für die Burial Chambers an. Wie man sieht, hat Burial Chambers vier Maps in erster Reihe. Fangen wir mal an mit Primordial Pool. Primordial Pool hat drei Maps in erster Reihe. Fangen wir mal an mit Waste Pool. Waste Pool hat zwei Maps in erster Reihe. Drei mit Cavern, aber Cavern ist ja schon an Primordial Pool dran. Da kommen wir gleich drauf. Legen wir also einen Sextant auf Canyon und auf Channel. Die sind dann in erster Reihe zu Waste Pool, in zweiter Reihe zu Primordial Pool und damit in dritter Reihe zu Burial Chambers. Nehmen wir die mal wieder runter. Cavern hat, wie man sieht, nur Waste Pool. Da sind wir fertig. Haben wir als letztes für Primordial Pool nur noch Phantasmagoria. Phantasmagoria liegt in zweiter Reihe zu Burial Chambers, also brauchen wir nur noch eine Reihe blocken. Da haben wir Vaal Pyramid, aber Vaal Pyramid liegt in erster Reihe an Burial Chambers dran, da können wir nichts drauflegen. Also bleibt nur noch Marshes übrig. Damit sind wir mit Primordial Pool fertig. Schauen wir uns die nächste Map an, das ist Vaal Pyramid. Vaal Pyramid hat Marshes in der Nähe. Aber da sind wir fertig. Und Arachne Tomb. Vaults of Waziri auch, aber ist ja in erster Reihe an Burial Chambers. Also da können wir nichts Schlechtes drauflegen. Also machen wir mal weiter mit Arachne Tomb. Arachne Tomb liegt in zweiter Reihe an Burial Chambers. Also müssen wir noch eine Reihe blocken. Also alles, was hier aufleuchtet, blocken wir. Beach, Tropical, Shore. Wild City liegt in erster Reihe an Burial Chambers. Da können wir also nichts drauflegen. Also ist das hier fertig. Das war Vaal Pyramid, wie man sieht. Ist fertig. Jetzt kommt Vaults of Waziri. Da ändert sich im Grunde nichts. Man könnte jetzt indirekt über Vaal City noch was machen, aber da kommen wir jetzt eh drauf zurück. Also wird Vaults of Waziri quasi automatisch mitgeblockt. Schauen wir uns die letzte Map an, Vaal City, und da sieht man, dass dieselben Maps aufleuchten wie bei Vaults of Waziri, also die werden eh mitgenommen. Arachne Tomb, Beach Tropical haben wir schon. Shore, da kommt jetzt noch eine neue Map dazu, Coves. Und hier kommen wir eh drauf, also sind wir mit Shore fertig. Haben wir noch Olmec Sanctum und Catacombs. Die haben dieselben Maps, nicht dieselben, aber High Gardens ist eh egal. Die haben Vaal Tempel in der Nähe. Wenn man die freigeschaltet hat, kann man dann natürlich einen schlechten Sextant draufrollen. Muss man sich natürlich klar machen, dass man dann seine hohen Maps eventuell beeinträchtigt damit. Ansonsten kann man die auch einfach weglassen, ist jetzt nicht so tragisch. Hier einfach schlechte Sextants draufrollen und dann hat man es im Grunde. Und damit wäre das Sextant Blocking fertig. Klicke ich nochmal alle an, die wir brauchen. So, ich hoffe, ich habe keine vergessen. Also wir brauchen gute Sextants auf Primordial Pool, Vaal Pyramid, Vaults of Waziri und Vaal City. Und schlechte Sextants auf Canyon, Waste Pool, Channel, Cavern, Phantasmagoria, Marshes, Beach, Arachne Tomb, Tropical, Coves, Shore, Olmec Sanctum und Catacombs. Und dann kann man Burial Chambers laufen. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.